Dieses Video wird wahrscheinlich eine sehr kleine Zielgruppe ansprechen. Nichtsdestotrotz habe ich Bock auf es und hoffe natürlich trotzdem, viele Leute hiermit anzusprechen. Denn im heutigen Thema geht es um einen Film, um eine Review zu einem Film, aber gleichzeitig auch um eine thematisch angeschnittene Serie. Und zwar geht es um die Serie bzw. den gleichnamigen, kürzlich erschienenen Film Teen Wolf. Was meine Meinung dazu ist und auch zu der Serie bzw. ob vielleicht demnächst ein paar Teen Wolf Videos folgen könnten, das erfahrt ihr in diesem Video und deswegen heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, ich denke, bei dem Wort oder bei dem Namen der Serie Teen Wolf werden manche jetzt schon gedacht haben, nope, das tue ich mir nicht an. Aber man muss sagen, die Serie ist A, nicht so kitschig wie die damaligen Filme bzw. Serien, gab es ja früher auch schon so eine gleichnamige. Und B, ist es eine Serie, die sehr, sehr gut gereift ist. Das schon mal vorneweg. Natürlich, wenn ihr nicht so in dem mystischen Werwolf, Vampirmäßigen drin seid, sowas gar nicht mögt, dann seid ihr hier auf jeden Fall falsch. Aber ich denke, vor allem Leute, die vielleicht ein bisschen Interesse an Supernatural haben, könnten Teen Wolf auch mögen. Fassen wir einmal kurz die Serie ganz, ganz grob zusammen. Es geht um eine Teenagergruppe, einen Jungen speziell, der von einem Werwolf gebissen wird, mehr oder weniger sich selber in einen Werwolf verwandelt und dann ganz viele große Abenteuer und Probleme mit seinen Freunden bewältigen muss, wo dann einige Dinge gut laufen, andere schief. Es gibt Beziehungsdramen, es gibt Jäger und so weiter. Eigentlich ein typischer Teenie-Film bzw. eine typische Teenie-Serie. Den Punkt gebe ich auch. Und vor allem zum Start der Serie und die erste 1, 2 oder 3 Staffeln, das Design und vor allem manche Make-ups eventuell ein bisschen kitschig und vielleicht sehen die auch bisschen beschissen aus, aber das Ganze legt sich definitiv im Verlauf der Serie und auch die Story, vor allem die Mythologie dahinter, wird wirklich geil. Aber heute soll es nicht um die Serie gehen, sondern zum Film, der kürzlich dazu erschienen ist. Ich hatte den schon länger auf dem Schirm und ich habe ihn aber quasi komplett aus den Augen verloren. Ich dachte so, ja gut, vielleicht wurde er dann doch abgesetzt. Das Letzte, was ich rausgehört habe, war, dass Dylan O'Brien nicht mitspielt. Das fand ich schade. Aber vielleicht will er einfach nichts mehr mit Teen Wolf zu tun haben. Man weiß es. Auf jeden Fall erstmal hier eine Spoilerwarnung. Ich werde was über den Film spoilern. Vielleicht nicht unbedingt sehr viel Relevantes und ich denke auch Leute, die die Story von der Serie nicht hundertprozentig kennen, können mit dem Film auch gar nichts anfangen. Also irgendwie basiert halt irgendwie schon aufeinander. Auf jeden Fall, der Film startet und wir sind auf jeden Fall weit in der Zukunft. Ich meine, wie ich es jetzt rausgehört habe, 15 Jahre nach den Ereignissen von Ende der Serie, was ich schon sehr krass finde. Und ich glaube, relativ zeitig zu unserer Echtzeit stimmt es, glaube ich, gar nicht. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, wir sind zurück und wir haben auch unsere Menschen zurück. Wir haben Scott McCall, den Alpha, den einzig wahren Werwolf. Wir haben seine Betas, wir haben Lydia als Banshee. Wir haben den guten Parrish als Höllenhund und wir haben auch unsere natürlich nicht mythischen Leute dabei, die wir auch sonst immer so haben. Natürlich auch die Argents als Jäger vertreten. Und hier kommt es zu einem Punkt, nämlich, Spoiler für die Serie, Allison Argent, die ehemalige Freundin von Scott McCall, eine Jägerin, ist leider im Verlauf der Serie von uns gegangen und hier stellt sich aber heraus, Moment mal, wir könnten sie doch zurückholen. Aber es kommt natürlich anders, als wir denken und zwar ist mal wieder der Nogitsune am Start, kennt man auch schon aus der Serie. Der nämlich ist mehr oder weniger der Strippenzieher hinter allem und es war gelogen, dass sie Allison wiederbeleben können. Sie haben es zwar gemacht, aber ohne Erinnerung und sie ist böse und er benutzt sie und will alle töten. So der Grundgedanke. Danke hinter der Serie. Auf jeden Fall haben wir natürlich auch wieder Derek Hale dabei, wo ich mich sehr über freue. Derek Hale ist in der Serie einer meiner Lieblingscharaktere, feiere ich halt aufs Übelste. Und er hat einen Sohn. But why? Ich füge sie direkt schon ein. Warum hat er einen Sohn? Das war so random und irgendwie lag viel Augenmerk in der Story auf dem Sohn. Und das fand ich komisch, weil man hat halt keine Verbindung zu dem Typen. Wer ist jetzt Derek selber gewesen oder irgendjemand anderen, da wäre es was anderes gewesen. Aber warum? Dieser random Sohn. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ein weiteres Augenmerk liegt natürlich sehr auf Allison und hier muss ich leider sagen, was für mich nämlich ein sehr großer Punktabzug auf dem Film war. Ich mochte Allison in der Serie schon nicht so. Ich mag sie im Film ein bisschen mehr, weil sie anders ist, aber halt auch irgendwie wieder nicht. Auf jeden Fall kommen wir über ein paar Komplikationen hin und her. Es wird gekämpft, es wird gefightet, es wird aufgedeckt, okay, das ist der Fall und hier. Und Allison kriegt Teil ihres Gedächtnisses zurück und schlägt sich wieder auf die gute Seite. Doch, dann Plot-Twist ist der Nogitsune da und haut nochmal richtig rein. Aber hey, unsere
Teen Wolf Gruppe hat natürlich einen Plan für alles, die kriegen das alles easy hin und ja, am Ende gewinnen sie natürlich Friede, Freude, Eierkuchen. Naja, Derek stirbt. Warum stirbt Derek? Ich verstehe es nicht. Aber er ist noch zum Alpha geworden. Für die, die Serie nicht gesehen haben, natürlich Rangordnung der Wölfe, Alpha, das Alpha-Tier, das oberste, dann der Beta, darunter, der Omega ist entweder ein Verstoßener oder ein Entflohener oder halt ein nicht gewollter Wolf im Rudel. Derek wurde zu einem Omega, weil er Scheiße gebaut hat, aber hat sich halt damit abgefunden und in seinem letzten Auftritt, man sieht es ganz kurz und was dein Tod irgendwie dann doch schon cool gemacht hat, wir sehen es ganz kurz, er kriegt seine roten Augen wieder, er wird wieder zum Alpha und zwar zu einem wahren Alpha, denn ein wahrer Alpha entsteht nur durch den eigenen Willen, dass man irgendwas Gutes machen will, dadurch entsteht ein wahrer Alpha, anders kann man nur zum Alpha werden, wenn man einen Alpha tötet und selber Werwolf ist und gab es da nicht noch eine, irgendwas anderes gab es da auch noch, man konnte noch anders zu einem Alpha werden, glaube ich. Nichtsdestotrotz, Happy End mehr oder weniger für Derek, er wurde noch zum Alpha, aber er ist tot, finde ich scheiße. Ja, und dann hört der Film auch schon auf. Also wirklich nach dem großen Endkampf und dem Tod von Derek sehen wir alle, wie sie sich in den Arm nehmen und dann hört der Film auf. Irgendwie ist, also, ich weiß nicht, es hat mir was gefehlt ein bisschen. Kommen wir direkt mal zu meiner, ich sag mal, Benotung. Ich fand den Film gut, aber ich fand ihn unnötig. Wir hätten ihn nicht gebraucht, so als Teen Wolf-Fan gesprochen. Ich finde, wir hätten ihn nicht gebraucht, weil er einfach nochmal eine Story aufleben lässt, die halt einfach mehr oder weniger schon fast Copy-Paste ist. Wir hatten den Bösewicht, hatten wir schon in diesem Film, hatten wir in der Serie. Wir hatten den Tod von den und den Leuten, gab es alles schon. Derek ist schon mal mehr oder weniger gestorben. Er ist nicht wirklich gestorben, aber auch schon, aber irgendwie auch nicht. Allison kommt zurück. Manche Charaktere halt nicht und wir haben einen neuen Hauptprotagonist mit Dereks Sohn. Aber mit dem Wissen, dass soweit ich weiß keine weitere Serie geplant ist, finde ich es ein bisschen doof. Also der Film hätte gerne zwischendrin irgendwo spielen können oder halt eine komplett losgelöste Story, weil das war einfach nur so, ach nein, die Vergangenheit holt uns ein. Naja, scheiß drauf, kommen wir besiegen wieder die Vergangenheit und sind am gleichen Punkt angekommen. Also, als Teen Wolf-Fan würde ich sagen, ich hätte ihn nicht gebraucht, aber auf der war halt schon nicht schlecht. Er war schon gut und ich muss sagen, sehr viel Gänsehautmomente für mich, weil die Serie halt schon wesentlich länger her ist und ich auch mit der Serie schon länger fertig bin und seitdem nicht mehr geguckt habe. Und die Charaktere zu sehen und zu sehen, wie die sich verhalten und die klassischen Teen Wolf-Momente, ob es das Schreien der Banshee bzw. Lydia halt ist, ob es ein Brüllen von den Werwölfen ist, es ist halt irgendwie so ein Gänsehautmoment. Und das haben sie richtig gut getroffen. Also es war ein schönes so, ach, guck mal einer an, wie schön, doch nochmal hier ein bisschen die Teen Wolf-Menschen zu sehen und war halt schon cool. Aber es war halt auch, irgendwie wirkte es gezwungen. Ich will nicht sagen, dass es gezwungen ist, aber es wirkte so an manchen Stellen so ein bisschen gedrückt, nenne ich es mal. Ja, wie gerade eben schon gesagt, der Nogitsune, der Bösewicht und auch der Bösewicht, der dem Nogitsune geholfen hat, freizukommen, hatten wir halt schon. Und dieses Recycelte fand ich halt ein bisschen schade. Was Neues hätte definitiv der Serie bzw. dem Film gut getan. Aber gut, wir nehmen es mal so hin. Es hat halt irgendwo dann auch schon seinen Kreis und war dann irgendwo geschlossen. Vor allem, weil wir jetzt wissen, okay, der Nogitsune ist Fakt. Rot. Anders als vorher, da war er ja nur gefangen, mehr oder weniger. Aber irgendwie fehlte mir halt so, es spielt halt so viele Jahre danach und es taucht halt plötzlich wieder auf. Das fand ich so ein bisschen weird irgendwie. Keine Ahnung. Nichtsdestotrotz hat mir der Film super gut gefallen. Es war so ein kleiner Film für zwischendurch. Es war so ein, ja, kann man sich mal angucken, vor allem wenn man halt Teen Wolf-Fan ist. Für Leute, die halt nichts mit Teen Wolf am Hut haben oder hatten, weiß ich nicht, ob der Film sich lohnt. Weil jetzt meisterlich gut von den Animationen oder so ist er natürlich jetzt auch nicht. Und auch die Story, wie gesagt, man versteht an vielen Ecken eher, wenn man den Film bzw. die Serie vorher gesehen hat. Es wird im Film zwar alles gut erklärt, auch für neue Zuschauer, aber der Film richtet sich eher schon an Fans. Ich würde dem Film punktetechnisch, oh ja, eine 7 von 10 geben, weil er gut war, aber halt auch einfach für mich sinnfrei gekommen ist, halt vor allem, weil halt alles so recycelt wurde irgendwie. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, gut gemacht, schön mit den Schauspielern, schön für halt alte Fans der Serie und halt auch, ne, so als Throwback zu sagen, hier, guck mal, wir lassen sie nochmal aufleben. Wie gesagt, Dylan O'Brien als Stiles Gelinski hat halt ein bisschen gefehlt, bin ich ehrlich, das ist einer der geilsten Charaktere, ist so der Showrunner in der Serie eigentlich gewesen. Aber ja, da macht man halt nichts. So, jetzt würde ich aber euch mal fragen, habt ihr den Film gesehen, beziehungsweise habt ihr auch die Serie gesehen? Wenn ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu rein, wenn nein. Ja, ich kann verstehen, wenn ihr es vielleicht nicht gemacht haben wollt, weil es ist sehr anfangs halt ein sehr, sehr zähes Teenie-Drama mit schlechten Masken und Special Effects ist und einer plumpen Story, aber wie gesagt, es wird besser. Es wird besser. Das Beste kommt zum Schluss, ist bei Teen Wolf auch der Fall gewesen. Aber jetzt, um nochmal kurz das Thema vom Anfang aufzugreifen. Ja, ich habe beschlossen, ich habe Bock, die Serie zu rewatchen. Bin zwar jetzt schon an The Walking Dead dran mit dem Rewatchen, das werde ich parallel laufen lassen, mal einen Tag Teen Wolf gucken und mal einen Tag dann halt, ne, The Walking Dead. Aber ich habe Bock,
Bock, Teen Wolf zu rewatchen. Bedeutet, eventuell könnte es sein, dass in den nächsten paar Wochen ab und zu mal ein Teen Wolf Video kommt. Ich weiß zwar noch nicht genau was. Falls ihr Teen Wolf Fan seid, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was für Videos ich gerne mal machen könnte. Ich höre da gerne drauf und werde das vielleicht dann auch umsetzen. Nur das schon mal mehr oder weniger als Vorwarnung. Es könnte sein, dass halt auch ab und zu ein bisschen was Teen Wolf mäßiges kommt. Aber das, ne, kommt dann auch wenn dann sowieso spontan, wenn ich gerade Bock drauf habe. Ihr wisst es. So, jetzt möchte ich nicht länger rumlabern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ne? Wie gesagt, vielleicht ein paar neue Leute damit angesprochen. Wenn ihr zufällig neu auf diesem Kanal seid, dann checkt ihn doch gerne mal aus. Vielleicht findet ihr hier was zu anderen Serien oder Filmen, denn hier auf dem Kanal geht es genau um das. Serien, Filmen, Trailer, Reviews, Serienreviews, Meinungen, Fakten oder auch Theorien zu allen möglichen Genres querbeet. Und wenn euch sowas gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da und wenn euch das Video, wie gesagt, gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Und damit würde ich sagen, hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video, dann ich selbstverständlich auf derselben alten Couch. Aber bis dahin bin ich dann erstmal raus. Ciao.